Die beiden großen deutschen Fantasy-Conventions, die Ring und die HobbitCon, ziehen jedes Jahr Tausende von Besuchern an. Dort konnte Tommy Krappweis seine Buchreihe Mara und der Feuerbringer im großen Rahmen vorstellen. Er gewann schnell einen Draht zu seinen Fans. Schließlich hat ihn die Fantasy schon immer fasziniert. Also bei Thor ist es zum Beispiel jetzt eine, der kriegt so eine Lederkappe. Hast du gerülpst und gehustet? Kannst du mal bei deinem Vordermann in den Nacken ein bisschen wegwischen? Tommy präsentierte sich als Mann ohne Berührungsängste, der unermüdlich für Fotos und Autogramme bereitstand. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben bei diesem sehr illustren und etwas arg abwechslungsreichen Vortrag, der auch mich mitunter ein bisschen überraschte. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie morgen wieder dabei sind, wenn ich ganz, ganz andere Dinge erzähle, die aber auch alle wahr sind. Und bitte laufen wir jetzt auch gleich nach, weil wir draußen Bücher signieren für alle, die noch keine haben. Und danach laufe ich dann da hoch, wo andere Leute mir gesagt haben, dass die Bernd-Fotosession ist. Und ich danke euch herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich extrem, dass ich da bin. Und vielen, 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 vielen Dank. Und ich komme immer wieder, solange ich darf. Er durfte. Tommy wurde zum festen Programmpunkt und war bald für viele Convention-Besucher nicht mehr wegzudenken. Seine und Norm Kösters Schöpfung Bernd das Brot tat zwar so, als wäre ihm das Gewimmel unangenehm, aber schließlich ist auch er ein Nerd. Das ist das Einzige bis jetzt, was es gibt. Also es wird dann nochmal drei geben, die für die für High Five verlost werden. Aber ich glaube, nur von Namara, oder? Ich weiß es gar nicht. Aber jetzt, du hast den einen, den Robin. Ich habe jetzt keins mehr. Immer für eine Überraschung gut, brachte er einmal zur HobbitCon seinen Comedy-Kollegen Bernhard Hoeker mit, dem man den Spaß an der Veranstaltung ebenfalls anmerkte. Tommys Band Harpo Speaks sollte man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Zusammen mit seinem Bruder Nico und anderen covert er Songs von Blues über Rock bis Reggae, die man so sicher noch nicht gehört hat. Sogar Bernd ließ sich auf der Ringcon zu einem Bühnenauftritt hinreißen. Also, ich sag's mal so. Und ihr alle habt ja Erfahrung, sag ich mal, mit voluminösen Ausbauten über Köpfe und Schultern und alles hinweg. Wenn ihr versprecht, dass ihr euch ähnlich diszipliniert verhaltet und nicht so wie immer bei der Kielka-Tour, wenn die 50.000 Kinder versuchen, ihn umzuwerfen, dann ist die Nummer sofort durch. Aber ich glaube, ich kann euch so weit vertrauen, dass wir das Experiment wagen. Folgendes Experiment wagen: Wenn ihr da vorne ein bisschen Platz macht, dann kommt der Bernd runter, ihr könnt mit ihm Fotos machen. Ein Einblick in die Entstehung eines Films vermittelten Tommy und sein Team auf der Ringcon 2014, der übrigens auch Mara-Darstellerin Lillian Prent, Spezialeffektexperte John Nugent und Loki-Darsteller Christoph Maria Herbst einen Besuch abstatteten. Wir haben heute bereits in dem Teil 1 meines Workshops einen Kurzfilm gedreht und wir haben es tatsächlich geschafft, 2 Minuten vorher pünktlich fertig zu werden. Wir werden morgen im Workshop schneiden, beziehungsweise wir fangen jetzt schon an zu schneiden. Mein Bruder macht jetzt die Nachtschicht durch und schneidet an dem Ding. Ich mache dann morgen weiter. Immer wenn ich nicht hier auf der Bühne bin, schneide ich oder unterschreibe Bücher. Dann könnt ihr morgen diejenigen, die dabei waren, aber auch alle anderen, die sich für Post-Production interessieren, bitte in meinen Workshop kommen und euch das anschauen. Und am Sonntag machen wir VFX rein und vertonen ein bisschen. Und die Theorie vorerst, vielleicht auch die Praxis, schauen wir mal, besagt, dass wir den fertigen Film bei der Closing Ceremony vorführen wollen. Theorie und Praxis standen sich ausnahmsweise mal nicht im Weg. Der Kurzfilm wurde fertig und verfrachtete sowohl den Lindwurm als auch den Feuerbringer mitten ins Bonner Maritimhotel.
Auch auf der größten deutschen Rollenspielmesse, der RPC in Köln, ist Tommy ein gern gesehener Gast. Cosplayer, Fantasy-Fans und Gamer haben ein Gespür dafür, ob sich jemand wirklich für ihr Hobby interessiert oder nur etwas verkaufen will. Hier lief Mara und der Feuerbringer fast ununterbrochen im Kinozelt. Kostenlos natürlich und mit der Möglichkeit, mit dem Autoren und Regisseur anschließend darüber zu diskutieren. Prompt wurde ihm dort der Preis für den besten deutschen Fantasy-Film verliehen. Eine Überraschung, die Tommy anschließend mit seinen Fans feierte. Ich habe gerade rausgefunden, meine Waffenspur. Wir können, mal, können wir noch eins machen? Ich will auch eins machen. Drei, zwei, drei, okay. Danke. Das ist echt super schnell. Wie geil ist das denn? Das, was ich jetzt gerade erlebe, das ist wirklich ein Beweis dafür, wie großartig diese Community ist. Und zwar quer durch Cosplay, Fantasy, Science Fiction, Reenactment, Mittelalter-Fans. Dann war ich auf dem Cosday, wo tausende von Anime- und Manga-Fans den Film bejubelt haben mit Standing Ovations. Da hat er nicht übertrieben. Auch die anschließende Autogrammschlange nahm gar kein Ende mehr. Damit gerechnet, dass ich jetzt so lauter wahnsinnig schwierige Anime- und Manga-Namen reinschreiben muss, so wie auf der RingCon oder HobbitCon, wo es dann immer so Feen-Namen sind, ja, oder Alpennamen und so, die nicht schon während des Buchstabierens ich den Anfang schon wieder vergessen habe. Und die heißen Gott sei Dank Effi, Sarah. Das ist ganz wunderbar. Ich freue mich so. Die Community hat Tommy so etwas wie ihre Hymne zu verdanken. Und die bringt auf den Punkt, was jeden Fantasy-Fan bewegt. Mach dein Ding und lass dich nicht unterkriegen, wenn andere sagen, du bist ein Nerd. Denn Nerd sein ist gar nicht schlimm. Und das weiß der Tommy Krapweis ganz genau, denn schließlich ist auch er ein Nerd. Irgendwie war er das schon immer. Ich weiß, du, nur wenn ich aufgib, bin er fällt, ist er nicht.